Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal etwas anderes. Ich habe von Gaumon ein Mal- bzw. Grafiktablett bekommen. Es ist ein recht günstiges, muss ich dazu sagen, ca. 50 Euro. Aber es funktioniert ganz gut, qualitativ auch okay. Weil es vielleicht auch was für uns ist, um eure Bilder nachzubearbeiten, habe ich auch noch ein paar Beispiele gebracht. Am Anfang zeige ich euch, ich packe es einfach aus mit euch, damit ihr seht, was drin ist. Installiert ist es auch recht schnell. Das heißt, nur per USB in euren Rechner einstecken und dann den Treiber von der offiziellen Seite von Gaumon runterladen. Schon funktioniert es. Ihr braucht halt ein Zeichenprogramm. Also ich habe es auch noch ein altes Adobe Photoshop. Funktioniert da nicht damit und habe mir dann GIMP runtergeladen. Ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm. Mit dem funktioniert es. Da zeige ich euch dann auch ein bisschen Beispiel von einem Bild von mir, wo ich jetzt etwas aufhelle. Soll nur ein Beispiel sein auf die Schnelle. Nicht, dass ihr wieder denkt, ihr müsst halt ein bisschen üben, einfach mit dem Zeichenstift. Aber es ist natürlich besser, wie mit der Maus arbeiten, wenn ihr einen Stift habt, wo ihr dann richtig zeichnen könnt. Gut, dann lasst uns starten. Ich hoffe, euch interessiert's. Das Gerät Gaumon M106K Professional Graphic Tablet kommt in stabilen Karton. Jetzt würde ich sagen, jetzt packen wir das einfach mal aus und schauen, was drin ist. So. Ah, gut. Karton weg. Sehen wir schon das Gerät. Ah, Download Driver Manual. Also ihr müsst den Treiber herunterladen, weil viele ja auch schon kein CD-Laufwerk drin haben. Haben wir hier einfach mal das Gerät selber. Druckknöpfe kommen auch stabil rüber. Ja, da oben hat man die Tasten. Das sind ja diese Funktionstasten, wo ihr selber einspeichern könnt, was ihr benutzen möchtet. Und oben habt ihr auch nochmal 16 Tasten. Dann haben wir hier noch ein Täschchen. Ah, okay. 1, 2, 3, 4. Das sind nochmal 4 Stiftspitzen drin. Gut verpackt. Was haben wir noch? Ein bisschen Bedienungsanleitung. Ja, ist also nicht wirklich viel. Gut, okay. Was haben wir noch? Schauen wir mal hier. USB-Kabel. Wird eins wahrscheinlich fürs Tablet sein zum Verbinden. Und hier sieht es aus, als eine schmale Spitze. Ich gehe mal davon aus, dass es für den Stift ist, USB zum Laden. Und da haben wir einen Stift dabei. So, wie bekomme ich den auf? So bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Okay. Das ist der Stift, der ist jetzt ohne Spitze, oder ist das der Deckel? Ah, das ist der Deckel. Und da haben wir die Spitze drauf. Haben wir zwei Knöpfe auch noch zum Bedienen. Und das Tablet ist eigentlich für Rechts- und Linkshänder. Finde ich ganz gut. Ziemlich leicht ist er, aber hat einen schönen Deckel. Und das war es. So. Das kann man auch mal weg. Da ist ein Täschchen dabei, das heißt, kann ich, so viel ich weiß, den Stift dann reinstecken. Falls ich ihn transportiere, naja, wahrscheinlich ein bisschen eng. Wird schon funktionieren. Auch Gummi-Noppen unten, damit es nicht verrutscht. Und eine schöne matte Oberfläche. Gut, das war's. Dann
testen wir mal, wie es funktioniert. Vielleicht von der Größe noch zu sagen, es ist ein, ich muss kurz nachlesen, ja, also 10 zu 6,25 Zoll, also 254 mm zu 158 ist der Arbeitsbereich, also 25 cm zu 16 cm. Das passt auch zum Zeichnen. Also gut, dann probieren wir es mal aus. Schaut mal gut aus. Also ich sage immer, wer ein günstiges Tablet erstmal zum Probieren möchte, das kostet ca. 50 Euro. Kann man nichts kaputt machen, bevor man sich jetzt 300, 400 Euro ausgibt und dann das Tablet in die Ecke schmeißt und nicht mehr benutzt. Okay. Jetzt seht ihr mal das Gaumon in Aktion. Einfach mal ein paar Striche. Das ist dieses Microsoft Ink. Nur dass ihr seht, das hat 2000 Druckpunkte, also nicht so überragend. Ist natürlich ein günstiges für 50 Euro, muss man dazu sagen. Aber es funktioniert ganz gut. Wie mit allem, natürlich etwas Übung gehört dazu. Und das soll ja auch nur ein Beispiel sein, dass ihr einfach mal seht, wie es funktioniert. Dann einfach hier noch kurz einen Elefant gezeichnet. Dass man hier auch schön malen kann. Und wie gesagt, ihr müsst immer aufpassen, bei diesem Stift habt ihr zwei Tasten, das habe ich als Mauszeiger hinterlegt, dass man da nicht drauf kommt während dem Zeichnen. Das jetzt einfach mal einfach gehalten und jetzt zeige ich euch dann nochmal ein Beispiel für uns, wo man einfach sieht, für was man es auch verwenden kann, also Grafikzeichnungen, ein Bild zum Beispiel verschönern, zeige ich euch gleich. Jetzt hier habe ich GIMP mir heruntergeladen, weil ich habe ein altes Adobe Photoshop. Damit funktioniert es leider nicht. Habe jetzt einfach genommen Faser mischen und nehme einfach verschiedene Farben und hält mir das Bild einfach zwischen den Linien auf. Und so könnt ihr natürlich Bilder bearbeiten, die Zellen andere Farben geben. Etwas aufhellen, wenn ihr sagt, es ist euch zu dunkel zum Beispiel. Das soll jetzt nur als Beispiel dienen, damit ihr einfach mal auch seht, was man so alles machen kann. Und ich denke, wer möchte, kann da gut zeichnen von Hand. Oder natürlich auch ja, in Form von Bildbearbeitung hier einiges machen. Das halt auch einfacher ist wie mit der Maus. Weil mit dem Stift kann man halt auch viel besser zeichnen. Okay, sollte es auch als Beispiel dienen. Dann zum Schluss habe ich, glaube ich, noch ein paar Striche gezogen, dass ihr auch seht. Das seht ihr hier jetzt. Also, funktioniert. Gut, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, habt einen kleinen Eindruck bekommen. Vielleicht ist was für euch, vielleicht nicht. Ich habe euch den Link unten in die Beschreibung gelegt. Also macht's gut, tschüss.